Hallo, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zum neuen angespielt Battle Bros. Tower Defense hat einer gerne von euch gestern nochmal in einem Livestream vorgeschlagen oder vor kurzer Zeit. Ich hatte es damals mal auf einer Liste gehabt. Damals ging es nicht wegen irgendwelchen anderen Grafikproblemen mit. Jetzt hat er mir von die Fehlermeldung gemacht, dass er keine Verbindung zu meinem Google Play Account aufbinden konnte. Aber er ist dann trotzdem reingegangen, deswegen ich bin froh drüber. Wir schauen uns das mal an. Ich liebe Tower Defense und ich liebe gut gemachte Tower Defense. Mal gucken, ob dieses Spiel ansatzweise so gut ist wie BTE 6. Ja, schauen wir. Hey Bruder, bevor du loslegst, muss ich dir ein paar Tricks zeigen. Sehen wir uns zuerst an, wie man sich bewegt. Tippe den Pfeil, um dorthin zu gehen. Toll, du lernst schnell. Was ist das für ein Geräusch? Hallo, ich darf mich vorstellen, ich bin Mr. Grimm, Vorstand von Evil Corp. Hi, wie können wir behilflich sein? Evil Corp möchte euer Land kaufen und wir machen euch ein sehr großzügiges Angebot. Unser Land steht nicht zum Verkauf, du wirst es nie bekommen. Mit euch lässt sich wohl nicht vernünftig verhandeln, da bleibt mir keine andere Wahl. Schergen, zum Angriff! Wir werden angegriffen, wir müssen unser Land verteidigen. Stellen wir zuerst eine Falle auf. Tippe sie an und ziehe sie auf den Pfad. Platziere sie. Das Platzieren einer Falle kostet Energie. Deine Energie wird aufgefüllt, wenn du Schergen besiegst. Perfekt, du bist ein Naturtalent. Schergen, Mann, stehen wir mal, was passiert. Okay, das Spiel ist nicht ansatzweise gut. Wie BTD6. Haha, toll gemacht. Du hast deinen ersten Schergen besiegt. Okay, testen wir jetzt deinen Fernangriff. Bewege dich in die Nähe eines Schergen. Gut, du kannst deinen Fernangriff verwenden, um Gefahr zu vermeiden. Du kannst außerdem deinen Nahkampfangriff verwenden, um mehr Schaden zu verursachen. Bewege dich näher an einen Schergen heran. Dann packen wir hier mal ganz kurz. Da ist eine 1, da ist eine 2 drauf auf dem Ding. Meinetwegen Leertaste zum Angreifen. Perfekt, die Angriffsfähigkeit schaltet automatisch fern auf Nahkampfangriff. Oh nein, der Scherge ist kurz davor, dein Haus zu beschädigen. Wenn zu viele Schergen dein Haus erreichen, hast du verloren. Pass auf, ein weiterer Scherge ist kurz davor, dein Haus zu beschädigen. Bruder! Puh, das war knapp. Unser Bruder hat uns gerettet. Wenn du gemeinsam spielen auswählst, wird dir stets dein Bruder zugeteilt, um zusammen dein Land zu verteidigen. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Horde zum Angriff! Okay, Zeit zu zeigen, was du drauf hast. Besiege deine erste Horde Schergen. Pass auf, die Horden erscheinen auf der linken Seite der Karte. Okay, man kann hier leider nicht gucken, wie viel genau das sind. Dusch, 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 dusch. Kann ich selber Schaden kriegen? Kann ich, ne? Gut gespielt, Bruder. Gehen wir jetzt zurück zum Startbildschirm. Okay. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Das ist interessant. Aber Tower Defense, wo ich einen Helden steuern muss, das sagt mir meistens immer nicht zu. Wir gucken mal. Fallen. Ah, Fähigkeiten. Im Battle Bros dreht sich alles um die Verbessern von Fähigkeiten und Fallen. Tipp auf die Schaltfläche Fähigkeiten. Jedes Mal, wenn du spielst, verdienst du Gold. Mit diesem Gold kannst du Gegenstände verbessern. Tipp auf die Schaltfläche verbessern. Ich verbessere mich, krieg 12 Gesundheit, 3 Angriff, 20 Reichweite und 9 Geschwindigkeit dazu. Du kannst die Verbesserung selbst abwarten und die Schaltfläche jetzt abschließend tippen, um die Verbesserung zu beenden. Leider lässt er mich nicht raus, das heißt, wir warten ganz kurz 20 Sekunden. Das finde ich ja schade, dass jedes Spiel einen dazu zwingt, die Diamanten auszugeben.
800 Gold, 14 Reichweite kriegt dazu, ist nicht wenig. Spielen wir. Fallen auswählen. Achso. Checkpoint wählen. Jahr 1, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Aha, kleine Story. Maybe. Ich glaube, das gemeinsam spielen ist eher das, was ich gerade hatte. Na, schauen wir mal. Frühjahr, Jahr 1. Von oben kommen die ersten. Ja, welche Range hat es denn? Sieht man jetzt nicht mal. 15 wurde mir gesagt. Packen wir mal erstmal hier hin. So. Dann schauen wir mal, wo sie langkommt. Sie werden wahrscheinlich da hinten lang laufen, ja. Na dann. Gucken wir mal, ob die Range irgendwie eine Auswirkung hat. Welle 1 von 9. Man muss schon immer noch ziemlich nah ran gehen. Kann ich angegriffen werden? Kann ich. Wir haben auch noch einen großen Gegner. Oder einen neuen, sagen wir es mal so. 48 Erfahrung. 1000 brauche ich für Stufe 2. Im Tutorial habe ich scheinbar keine Erfahrung bekommen. Oh, er geht direkt auf mich drauf. So, Pfeilturm. Also eine echt geringe Range hat er. So muss ich halt wirklich ihn an die... an die Ecken zu setzen. Okay. Dum, 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 dum. Oh, hier geht's gar nicht. Von unten kommen auch noch welche. Naja. Naja. Natürlich eine kleine Häschen auch unter. Wobei kleine Häschen sind auch neue Gegner. Und oben kommen auch schon welche. Uff. Also ich muss mich so ein bisschen als Lockvogel hinstellen. Ah, ich bin tot. Gleich. Oh, irgendwo ist er mal angerusht. Alter, das ist ja voll eklig. Gleich die erste Mission. Und von oben kommen auch noch welche. Ich glaube, ich habe verloren, ne? Alter, ich bin gerade bei Welle 5. Was soll das denn? Bin scheinbar nicht gut genug für Tower Defense. Na, ich habe noch 5 Leben. Gut, gut. Ist auch praktisch, hier zu verlieren. Gleich in der ersten Runde. Ah, ist das bescheuert. Soll man die gar nicht gewinnen? Welle 6 erreicht, 1111 Erfahrung, 111 Gold, 14 Gegner gekillt. Hä? Soll man die gar nicht gewinnen? Hm. Ah, Werbung erstmal, das muss natürlich sein. Hätte springen, überspringen, kann ich nicht. Doch, konnte ich dadurch. Aber ich habe nur 111 Gold bekommen, ist jetzt nicht so viel, aber ich habe Erfahrung, ich habe ein Level abbekommen. Vielleicht hätten wir das Gold sparen sollen. Ne, der Turm war schon in Ordnung. Das waren viel zu viele Seiten, viel zu viele Gegner, viel zu starke Gegner.
700 Gold brauche ich dafür. Verbesserungszeit 15 Minuten. 14 Minuten und 60 Sekunden. Oh Gott, ey. Eieiei. Intelligenz, das Spiel auch nicht. Okay, wollt ihr das gemeinsam spielen? Checkpoint wählen. Das Spiel mit demselben Checkpoint suchen, das könnte länger dauern. Aha, gemeinsam spielen. Kommen wir mal ins Online, ins Multiplayer rein. Wir suchen einen Bruder. Bruder, ich such dich! Ich habe gleich in der ersten Runde verloren. Ja, das motiviert mich unbedingt weiterzuspielen. Es ist super, super schwierig. Ne. Das Spiel ist nicht ansatzweise ein Spiel, was ich Tower Defense nennen dürfte. Zumindest ein gutes Tower Defense Game. Da finde ich tatsächlich BTD6 ist da um Längen, um Welten und um Universen besser. Und Multiplayer ist dann aber auch tot. Und jetzt spielen alleine. Nun ja. Wahrscheinlich machen wir sowas wie Kanonen. Die mehrere Feinde trifft. Bis hin zur TNT-Mine auf dem jetzigen Stufe, bis Stufe 6. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's gewesen. Mal gespielt zu Battle Bros. Ich finde das Spiel echt nicht gut. Ja, im Vergleich zu, wenn man BTD6er vergleicht hat, finde ich BTD6 einfach in jeder Hinsicht besser. Also Bloons Tower Defense 6. Ja, okay. War wieder ein neues Tower Defense Game. Leider nicht würdig gespielt zu werden, weil ich es echt schlecht finde. Also ist nicht mal gut. Ja. Gleich in der ersten Runde verloren. Sowas motiviert nicht unbedingt weiterzuspielen, ne, muss man sagen. Und es ist doch hammer schwer. Auf Stufe 1. Aber gut. Vielleicht muss man sich immer wieder besiegen lassen, um dann aufzuleveln. Finde ich aber auch nicht gut. Ja, das mag ich sowas nicht, dass ich verlieren muss, um mich besser zu machen. Quasi ein Roguelike. Roguelite. Aber gut. Wir haben mal reingeschnuppert, Leute. Das war's gewesen, angeschaut zu Battle Bros. Tower Defense. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.